Ja, ich sitze jetzt mit Vivian Bohm, Vorsitzende des AStA und Mitglied der GHG und stelle ihr ein paar Fragen. Hallo. Hallo. Kommen wir gleich zur Sache. Auch andere Hochschulgruppen beschäftigen sich mit grünen Themen. Warum braucht es dann eine grüne Hochschulgruppe? Eine grüne Hochschulgruppe braucht es, um genau den Fokus auf ökologischen und Themen zu setzen und Nachhaltigkeit hier an der Uni voranzubringen, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und wir versuchen da Expertise ganz konkret zu bündeln und deswegen braucht es eine grüne Hochschulgruppe. Eure Regierung hat jetzt im letzten Jahr 6 neue Referate eingerichtet. Wie rechtfertigt ihr die Einrichtung dieser Referate und die damit entstehenden Mehrkosten? Das rechtfertigt sich allein in dem, wenn man sich anguckt, was wir alles gemacht haben, würde ich sagen. Wir sind schließlich eine ziemlich große Uni mit 30.000 Studis und da finde ich es völlig berechtigt, einen AStA mit 11 Referaten zu haben, der auch zu ganz verschiedenen Themen arbeitet, weil wir einfach so viele Studis sind und eine sehr heterogene Studierendengruppe. Und wenn man sich anguckt, was wir in dem Jahr alles auf die Beine gestellt haben, was wir alles für Projekte umgesetzt haben zu ganz unterschiedlichen Themen von Ökologie und Nachhaltigkeit, über Engagement gegen Rechts, Arbeit, antirassistische Arbeit, also ganz, ganz viel, dann würde ich sagen, ist das durchaus gerechtfertigt. Wenn man in euer Wahlheft hier guckt, findet man, dass ihr euch wieder mit dem Finanzskandal von 2010 beschäftigt. Wieso ist das noch relevant oder ist das einfach nur Negativwahlkampf? Nee, das wollten wir aufzeigen, weil das Thema Finanzen ja schon in jedem Wahlkampf aufkommt. Auch das ist berechtigt. Und weil das halt gerne dazu genutzt wird, um andere Gruppen zu diffamieren, wollten wir generell das Thema Finanzen einmal aufgreifen und da so ein bisschen, sag ich mal, die Sache gerade rücken, weil da doch häufig falsche Verlautbarungen aufgegriffen werden und man versucht, andere Gruppen zu diffamieren. Wir wollten damit halt zeigen, dass man damit sehr viel doofe Sachen machen kann und dass man halt eine Verantwortung hat, wenn man im AStA ist und dass man dieser Verantwortung gerecht werden soll. Und wir haben das getan in diesem Jahr, würde ich sagen, und andere Asten haben das nicht gemacht und darauf wollten wir halt nochmal hinweisen. Dann einmal in 30 Sekunden, warum dieses Jahr GHG wählen? Dieses Jahr GHG wählen, um ökologische Themen an der Uni ganz klar in den Fokus zu stellen. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns ein ganz wichtiges Thema. Außerdem GHG wählen, damit wir wieder einen AStA stellen können und die Projekte, die wir dieses Jahr schon angefangen haben, weiter umzusetzen, weiter für die Studierendenschaft Veranstaltungen zu organisieren und uns für gute Studienbedingungen einzusetzen.